Ja, Servus Clubfans. Wir versuchen es nochmal. Wir waren gerade schon ganz eifrig diskutieren in unserer zweiten Sendung des CEF Fan Talks, bis wir dann erfahren haben, dass ihr da draußen uns zwar hören, aber nicht sehen könnt. Deswegen nochmal ein herzliches Hallo an euch und natürlich auch in die Runde, an den Dave, den Hallo. Michel und den Christian. Und ich gebe nochmal ganz kurz ab zu unserem Netman, den Dominik, der uns heute wieder unterstützt. Jawohl, Servus. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Ihr könnt natürlich fleißig mit uns mitdiskutieren heute und dabei tolle Sachen gewinnen. Ich erinnere euch einfach nochmal dran. Heute ist es unter anderem ein Buch von Dieter Eckstein und ein Trikot von Enrico Valentini, das ihr gewinnen könnt, wenn ihr euch beteiligt an FanTV. Das gilt natürlich auch für die Videobotschaften, die ihr uns unter der Woche die ganze Zeit schicken könnt. Ja, dann würde ich sagen, startet mal gleich los. Ja, Männer, dann fangen wir wieder an. Wir waren stehen geblieben bei der Entwicklung der letzten Woche. Der 1. FC Nürnberg hat sich sowohl von Cheftrainer Michael Köllner als auch von Sportvorstand Andreas Bornemann getrennt. Christian, deine Meinung dazu? War es für dich die logische Konsequenz, dass beide Positionen neu besetzt werden? Oder hat es dich überrascht, weil du eher damit gerechnet hast, dass nur Herr Köllner ersetzt wird? Überrascht hat es mich nicht, weil, wie gesagt, diese Nibelungentreue zum Trainer vom Sportvorstand, die war halt doch so gegeben, dass es die logische Konsequenz dann war, rein von unseren Statuten, denke ich mal. Und von daher, ja. Aber ich denke, es war nicht nur der Grund, dass er zum Trainer gehalten hat. Dave, Herr Bornemann wurde vom Aufsichtsrat eigentlich darum gebeten, dass er doch bitte weitermachen möchte. Er war aber ganz konsequent und hat gesagt, ich verknüpfe mein eigenes Schicksal mit dem des Cheftrainers. Für dich nachzuvollziehen, ist das was dir Respekt abverlangt oder eigentlich Unverständnis? Zunächst einmal nachzuvollziehen ist es auf jeden Fall, weil er hat ihm ja vorher dieses Jobversprechen schon gegeben, dem Herrn Köllner, dass er mit ihm nötigenfalls eben auch in die zweite Liga geht. Dass er dann relativ konsequent zum Trainer steht, war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, weil da geht es um Entlassung. Also das sind dann schon harte Brötchen, die da gebacken werden. Aber er hat nach wie vor zum Trainer gehalten und die Situation ist halt leider so, dass dann beide gehen mussten, weil man sonst zu keiner Lösung nicht gekommen wäre. Michel, du hast natürlich gerade die Rolle des Cheftrainers in den letzten Wochen auch sehr kritisch gesehen, wie wahrscheinlich der Großteil der Clubfans. Bisschen Erleichterung dabei gewesen, als denn die Entscheidung fiel, sich auf der Position neu aufzustellen? Im Bezug zu gestern, ohne das jetzt gleich aufgreifen zu wollen, ja, weil ich denke, der Impuls war nötig und der hätte eigentlich auch schon viel früher stattfinden müssen oder man hätte sich zum Beispiel auch schon vor der Winterpause zusammensetzen müssen auf jeden Fall und das dann so kommunizieren, ob das so noch alles passt. Hatten wir ja auch schon das letzte Mal besprochen und dementsprechend bin ich da schon relativ erleichtert. Ist immer so ein komisches Wort in dem Bezug, aber ja, Dass doch. da ein Neustart Das ist gewagt ein wird. neuer Impuls quasi da ist. Jawohl. Christian, jetzt weiß ich von dir, dass du in der Vergangenheit bereits für den Aufsichtsrat kandidiert hast und auch in diesem Jahr dich wieder zur Wahl aufstellen möchtest. Ja. Wie siehst du die Rolle des Aufsichtsrats in der ganzen Geschichte? In der ganzen Geschichte nicht sehr glücklich, sagen wir es mal so. Aber da müssten wir jetzt ganz weit ausholen. Nee, es war jetzt nicht sehr glücklich. Man hätte viel früher, bin ich bei dir, die Entscheidung treffen müssen. Wenn man über sich selbst gesagt hat, man hat schon gehört vor langer Zeit, dass es rumort, dass es nicht passt, ja, dann muss man halt so konsequent sein. Pflichtest du dabei, Dave? Naja, selbstverständlich. Es ist ja zum Schluss einfach nur noch diese Lösung übergeblieben. Anders wäre es nicht gegangen. Und es hat was passieren müssen, denn so wie wir die letzte Zeit Fußball gespielt haben, da hat man einfach dem Trainer nicht weiter die Treue halten können. Ich persönlich habe den Herrn Köllner auch sehr gemocht, aber es war halt der Zustand erreicht. Es ist von Spiel zu Spiel eigentlich schlechter geworden. Gekippt wird es dann in dem DFB-Pokalspiel in Hamburg. Und da war klar, also wenn jetzt nichts passiert, dann geht der Club sang- und klanglos als Lachnummer der Liga irgendwo unter. Jetzt war dann die erste Entscheidung des Aufsichtsrats, ein neues Duo auf der Trainerbank zu installieren mit Boris Schommers, dem ehemaligen Co-Trainer von Michael Köllner, und als Unterstützung die Clublegende Marek Mintal. Die beiden hatten jetzt gestern auch ihren ersten Auftritt. Es kam gleich mal der Tabellenführer aus Dortmund ins Max-Morlock-Stadion. Wir haben da ganz, ganz böse Erfahrungen gemacht im Hinspiel gegen den BVB. Ja. Waren, glaube ich, aller guten Dinge, dass es so schlimm nicht werden wird. Aber dass wir dann tatsächlich an den Punkt gestern Abend holen, damit haben wahrscheinlich die wenigsten gerechnet.
Michel, ich habe jetzt deine Match-Reaction gestern auf Beclub TV mal wieder ganz begeistert angeschaut. Ich habe lange kein Video mehr von dir gesehen, in dem du so wenig fluchen musstest. Ja. War das für dich eines der entspanntesten Spiele der letzten Monate? Ganz im Gegenteil. Also ich habe mich zwar nicht aufgeregt drüber, weil wie die meisten vielleicht kennen, die meinen Kanal mit anschauen, da geht es schon mal ein bisschen rund ab und zu. Und gestern war es aber einfach nur mal wieder endlich oder mal endlich wieder ein Clubspiel, wo man wirklich am Rande seines Sitzes gesessen ist und sich wirklich voller Spannung darauf konzentriert hat, was passiert jetzt genau. Vielleicht machen wir doch noch einen Konter, vielleicht geht doch noch ein Eckball, eine Standardsituation rein, macht Dortmund doch noch das 1:0, Martina hält die Bälle. Es war ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Ich meine, okay, am Schluss ging uns dann ein wenig die Puste aus und hätten wir vielleicht noch 5 Minuten länger gespielt, wäre vielleicht noch einer reingerutscht. Aber nichtsdestotrotz, es war ein richtig spannendes, gutes Fußballspiel und das hatten wir schon lange nicht mehr. Lass uns da mal chronologisch ein bisschen in das Spiel reintauchen. Jetzt hat das neue Trainerduo 3 personelle Veränderungen vorgenommen. Petrak ist nach der Gelbsperre von Hannover wieder in die Startausstellung gerückt. Außerdem sind Löwen und Kubo neu reingekommen. Wie war dein erster Gedanke drüber, Dave, als du die Aufstellung gesehen hast? Hat es für dich mehr Sinn ergeben als die Startaufstellungen, die Herr Kölner in den letzten Wochen auf den Rasen geschickt hat? Ja, wenn ich ins Stadion komme, dann bringt mir immer irgendjemand eigentlich direkt die Mannschaftsaufstellung. Und da habe ich gestern brennend drauf gewartet, dass irgendwann endlich mit einem Zettel auftaucht. Vor mir stand dann der Herr Dr. Gretlein. Der hat mir dann gnädigerweise die Aufstellung hochgehalten, hat es aber unten festgehalten, dass ich mich auch nicht wegnehme. Die Aufstellung war für mich okay. Etwas verwundert war ich, dass dann der Ishak nicht auch noch drin ist, denn die Leistungen von unserem weiteren Stürmer, also da kommt ja eigentlich nichts, weder Palacios noch, helft mir mit dem Namen. Srelak. Adam Srelak, den ich eigentlich persönlich sehr, sehr schätze und gern mag, aber es haut einfach nicht hin, der bringt auf einmal nichts zusammen. Und naja, und beim Ishak ist es nicht recht viel besser. Also ich denke, wir brauchen unbedingt da drinnen vorne weiter was. Aber wir sind im gestrigen Spiel und gestern war es einfach gut zu sehen, dass einmal eine andere Aufstellung gemacht wird. Beim Kölner war es in der letzten Zeit häufig so, dass man schon die Aufstellung vorher gesagt hat, mal angeschaut und gedacht, um Gottes Willen, was ist da los? Ja, wieso der? Ich will jetzt da gar keine Namen nicht nennen, aber die Aufstellungen haben dann teilweise schon zu denken gegeben. Und das ist eine Sache, die geändert werden musste, die auch geändert worden ist. Und natürlich hat sich am allermeisten vermutlich einfach nur in der Mannschaft auch getan. Denn wir haben einfach ein geiles Spiel gemacht gestern. Also da kann man gar nicht was anderes sagen. Ich war auf meinem Platz, guckt, ich habe gefiebert gegen Dortmund. Ich war ja in Dortmund und habe mir dieses 0-7 antun müssen. Bin hinter der Bande in meinem Rollstuhl immer kleiner geworden. Da ist dann schon so eine freiwillige Mitarbeiterin gekommen, die mich gestreichelt hat, weil er das so leid getan hat. Aber dann gestern natürlich, ich habe nicht erwartet, dass wir einen Punkt machen gegen Dortmund. Ich habe es gehofft. Ja, viele haben auch vom Sieg gesprochen. Alles war euphorisch in dieser neuen Situation, die wir da jetzt haben. Und wie man gesehen hat, hat es tatsächlich was gebracht. Die Jungs auf dem Platz, die sind gut abgegangen. Wir haben verteidigt bis aufs Messer, mehr oder weniger. Denn ich meine, Dortmund hat, glaube ich, 70-80% Ballbesitz gehabt. Ja, ich habe mir die Statistik danach angeschaut. Da muss man sich wundern, dass das Ding 0-0 ausgegangen ist. Aber sie haben sich das gestern wirklich redlich verdient. Ich war begeistert nach dem Spiel. Ja, das ist mir beim Unentschieden ja nicht so oft, aber wenn man gegen einen Tabellenführer dem eins abtrotzt, bei dem er zu Hause 0-7 untergegangen ist, tolle Sache. Ich denke aber, es ist nicht so sehr die Aufstellung. Eher die Einstellung? Auch nicht die Einstellung, sondern das System. Ich will nicht groß nachreden, aber unter Kölner, er wollte halt alles spielerisch lösen. Wenn du aber nicht die Mannschaft dafür hast, ja, und wir haben halt nicht so die Qualität wie andere Mannschaften, das muss man halt einfach so sehen, dann kannst du nicht alles spielerisch lösen. Ja. Du wolltest in Dortmund spielerisch mithalten, Ergebnis 7-0. Ja. Jetzt spielen wir, was wir können, was gestern war es 4-5-1, erstmal kompakt hinten stehen und vorne hilft uns halt Gott vielleicht. Ja, aber du kannst als Aufsteiger doch nicht erwarten, dass du Hurra Deutschland nach vorne marschierst und alles niederspielst. Ja, das geht nicht. Also das war, glaube ich, sein Hauptfehler, dass er die Mannschaft nicht so hat spielen lassen, was sie kann. Ja? Und das kannst du vielleicht mit Barcelona machen, dass du sagst, wir lassen jetzt so und so spielen, offensiv. Aber wir haben halt nicht so die Spieler dafür, dass du dieses System, was er spielen wollte, ja, ich erinnere mich noch ans Heimspiel gegen St. Pauli in der zweiten Liga, da hat er ohne Stürmer spielen lassen.
Ja, alles nur mit Mittelfeldspielern und wir machen das wie Barcelona. Das geht halt nicht. Ja. Du musst halt das, was du hast an Spielermaterial, dementsprechend effektiv einsetzen. Und ich glaube, das Duo von gestern macht es jetzt in der Richtung. Ja. Ich erinnere mich an die Hinrunde. 7-0 gegen Dortmund haben wir angesprochen. Mhm. Da ist dem Herrn Kölner eben genau dieser Vorwurf gemacht worden, dass er zu sehr mitspielen wollte. Dann schlagen wir Düsseldorf zu Hause 3-0 und fahren dann nach Leipzig und kriegen da wieder 6 Gegentore. Mhm. Da hat es dann wieder geheißen, er hat aus dem Dortmund-Spiel gar nichts gelernt. Du, Schommers Mindal, hat es gestern eben ganz anders gemacht. Mhm. Ich glaube, gerade in den ersten 15 bis 20 Minuten war der Ballbesitz und die Überlegenheit vom BVB schon sehr drückend, ohne dass sie sich aber zwingende Torchancen dabei erspielt haben. Hast du in den ersten 20 Minuten da Böses erahnt, dass dieses Bollwerk irgendwann zusammenkracht, oder warst du eigentlich positive Dinge? Das waren ein bisschen gemischte Gefühle. Also, ja, weil am Anfang. Lass deine Gefühle raus. Ja, am Anfang habe ich mir noch so gedacht, okay, wir spielen mit zwei Ketten. Und man hat aber schon gesehen, okay, natürlich hat man seine Zweifel, dass es vielleicht, wenn es jetzt so weit geht, dass dann irgendwann einer reinrutscht. Aber man hat dann trotzdem gesehen, okay, die wissen, was sie tun. Die haben ihren Matchplan. Jeder hat verstanden, was er zu tun hat. Jeder ist für einen anderen mitgelaufen. Es ist immer irgendein Bein, irgendein Körperteil dazwischen gewesen, wenn einmal was aufs Tor gegangen ist. Einer hat für einen anderen mitgearbeitet und das war das A und O gestern. Der Team Spirit, den wir in der letzten Sendung schon angesprochen hatten, der war gestern mehr als intakt, glaube ich. Aber der ist natürlich auch unter Zugzwang. Jetzt hast du kein Alibi mehr. Ja? Wegen dem Trainerwechsel jetzt, ja. Genau. Natürlich. Ja, jetzt musst du liefern auch mal. Ja? Vielleicht war es aber auch eine Art Befreiung. Ich denke schon, dass das auch ein Brustlöser war in einer gewissen Hinsicht für die Mannschaft. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, hätte die Mannschaft jetzt auch nach der Winterpause vielleicht jedes Mal oder wäre jedes Mal so aufgetreten mit einem festen Plan, mit dem Beißenkämpfen, Kratzen, so wie sie es gestern gemacht haben und hätten sich da wirklich aufgeopfert. Ich will der Mannschaft gar nicht unterstellen, dass sie es nicht tun. Aber man hat schon einen krassen Unterschied gesehen zu den letzten beiden Spielen, jetzt zum Beispiel Hannover und Hamburg. Ja. Über Hamburg, glaube ich, braucht man gar nicht reden. Und da waren das Welten dazwischen. Und hätten sie sich jetzt immer so präsentiert, dann wäre Kölner jetzt auch noch Trainer. Weil dann hätte man sagen können, okay, sie können es halt einfach nicht anders oder nicht besser. Zweischneidiges Schwert. Ja, du kannst nicht nur in Kölner immer verteufeln, ja, oder sagen, die Mannschaft spielt gegen ihn. Ich weiß es nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Nee, grundsätzlich. Das ist ja so was man ab und zu mal auf Facebook oder wo auch immer mal gelesen hat. Ja. Sowas gibt es, glaube ich, nicht. Wenn du auf den Platz gehst, willst du gewinnen. Aber diesen letzten paar Zentimeter, diesen halben Schritt, der hat halt gefehlt. Und ich glaube jetzt, ja. Bloß ganz kurz, ich finde halt der feste Plan, den sie gestern gehabt haben, der hat in den letzten Spielen komplett gefehlt. Ja, aber das ist eben ein Plan, was die Mannschaft spielen kann. Ja, ja, eben. Ja? Und dann hat er sich halt, die Mannschaft falsch eingestellt auf, oder wollte mit ihr andere Dinge tun, für die sie nicht gemacht ist. Ja. Lass uns mal ganz kurz zum Netman schalten, was vielleicht die Fans da draußen drüber denken. Jo, ihr habt es ja schon angesprochen, ihr habt die positiven Dinge, die beim Dortmund-Spiel zum Vorschein gekommen sind, schon angesprochen und deswegen viele Fans oder unsere Zuschauer wollen so ein paar Personalien besprechen. Und zwar zum einen, was ihr noch nicht erwähnt habt, war zum Beispiel Julia Kubo, denn Lars Heinzmann und Wolfgang Kraus zum Beispiel fanden seine Leistung extrem schlecht. Vielleicht da auch mal von euch eine Einschätzung zu dem Thema. Und dann noch viel wichtiger, unsere neue Führung in der sportlichen Leitung Boris Schommers und Marek Mintal. Ist das für euch ein zukunftsträchtiges Konstrukt, was man da einbauen könnte? Weil André Schultes meint zum Beispiel, gerade für diese Saison sollte man den Weg schon gehen. Die beiden kennen die Mannschaft, einen neuen Trainer, der müsste erst das Umfeld kennenlernen. Wer weiß, wer unser Sportvorstand wird, der muss auch erst das Umfeld kennenlernen, wer weiß, welchen Trainer er holt. Drum die Frage an euch, ob ihr denkt, dass Schommers und Mintal bis zum Ende der Saison vielleicht die beste Lösung wäre. Gehen wir vielleicht erstmal ganz kurz aufs Thema Kubo ein. Ich persönlich muss sagen, ich habe es auch so gesehen, ich habe eine sehr, sehr starke Mannschaft da am Feld gesehen. Wenn irgendeiner ein bisschen abgefallen ist, dann war es für mich auch Kubo. Mhm. Der konnte sich da nicht ganz so positiv hervorheben wie die anderen. Wie habt ihr es gesehen? Also man muss fairerweise aber auch dazu sagen, dass er seine Stärken eher im Mittelfeld hat. Ja, auf der Außenbahn, das ist nicht hundertprozentig seins. Und wenn du lange Zeit weg bist, die Spielpraxis nicht hast, die Zweikampfhärte, die du im Spiel doch eine andere als im Training ist, ist es auch nicht ganz so einfach. Muss man fairerweise auch mal dazu sagen. Ist, glaube ich, generell ein Punkt, der ihm schon immer in seiner ganzen
Clubzeit vorgeworfen wird, die fehlende Zweikampfhärte. Er ist jetzt körperlich nicht unbedingt der robusteste. Ich hatte gestern auch das Gefühl, dass taktisch ein bisschen Mängel da waren. Er hat ganz, ganz oft zu viel Raum zu seinem Gegenspieler gehabt. Stand er nicht so richtig ordentlich auf den Füßen? Wie hast du es gesehen, Michael? Er ist zum Teil die Gegner nicht richtig angelaufen, nicht richtig mitgelaufen. Wenn er einen Ball einmal gehabt hat, hat man schon gemerkt, okay, jeder weiß, was er kann am Ball. Also das ist ja unbestritten. Allerdings, wenn ich mir dann anschaue, da kommt der Palacios rein, der jetzt die letzten Wochen auch nicht gerade wirklich gut gespielt hat oder so. Aber er kommt rein und sie sind sich jetzt vor der körperlichen Statur ähnlich, obwohl Kubo schon noch einmal ein bisschen schmächtiger ist, sag ich jetzt mal. Aber wie sich der Palacios reinkauen hat, auch in die Kopfbälle und in die Zweikämpfe, und dann sehe ich einen Julia Kubo, das waren dann schon Unterschiede. Und vielleicht war er einfach für das Spiel gestern einfach der falsche Mann auf der falschen Position. Mentalitätsfrage vielleicht? Ich weiß es nicht, ich war persönlich nie ein großer Fan von dem Kubo. Ich habe mir natürlich am Anfang auch einiges erwartet, wo der kam. Wir erinnern uns an Kiyotake und was man da noch so gehabt hat von den Japanern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er ist im Zweikampf zu schwach, meiner Meinung nach. Und auch im Torabschluss, der ist so wie der Pereira. Die wollen es besonders schön machen, die wollen es besonders elegant lösen. Und gestern beim Pereira zum Beispiel wäre mal der Schuss einfach aufs Tor, ein richtiger Fetzenschuss, besser gewesen. Und vom Kubo sehe ich einfach auch zu wenig, meiner Meinung nach. Bevor wir aufs Thema Schommers, Mintal und ihre Zukunftsaussichten eingehen, bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz in der Einzelkritik, weil ich finde, dass gestern noch einer dabei war, den man wirklich positiv hervorheben muss. Das war unser Keeper, Christian Martenia. Für mich mit Abstand sein stärkster Auftritt im Clubtrikot. Ich denke, ihr habt es alle so gesehen. Sind wir uns alle einig. Da sind die Mannschaft der Woche gewählt worden, habe ich heute gesehen. Ne? Also bei der Sportschau, ja. Und wer war es noch? Everton ist, glaube ich, auch noch. Everton hat es auch noch. Aber was der Martenia hat ja gestern ein paar Sachen raus, da bin ich ja von meinem Sitz schon zusammengezuckt, weil ich denke, jetzt ist passiert. Und der ist in die Ecke nahe geflogen und hat das Ding nur rumgelenkt. Also das alle Privatduell, Achtung, muss ich sagen. Das Privatduell mit dem Götze hat er eindeutig gewonnen. Ja. Hat er ein Riesenspiel gemacht. Er strahlt die Ruhe aus. Die genau, hat für mich unabhängig von seinen Paraden auch einfach unglaublich viel Präsenz ausgestrahlt, war bei hohen Bällen unglaublich sicher, hat, glaube ich, diese Sicherheit auch auf die ganze Defensivreihe mit ausgestrahlt, sodass dann in diesem kompakten Verbund das Unentschieden erst möglich war. Hat seine Mitspieler motiviert, wenn sie mal gut geklärt haben, Valentini, Everton und so weiter. Hat sie wieder aufgebaut. Ja, also ja, so jemanden brauchst du da hinten drin. Srelak zum Beispiel habe ich persönlich auch sehr stark gesehen. Ich glaube, er ist gestern nicht mit dem Auftrag ins Spiel gegangen, mach vorne bitte drei Buden und holst die drei Punkte, sondern er war schon der erste Abwehrspieler in dieser Elf. Ja. Er hat sich wirklich 65 Minuten brutal die Hacken abgerannt, hat keinen Zweikampf gescheut. Ich weiß nicht, wie viele Rippenstöße er bei Luftduellen gestern bekommen hat. Für mich auch wirklich positiv hervorzuheben und auch die richtige Entscheidung, vielleicht ihn zu bringen statt Ishak. Von daher ist die Kritik immer so, ne, Stürmer wird gemessen, wie viele Tore er macht. Ja. Aber in dem Fall, er läuft und läuft und läuft und ist der erste Abwehrmann. Ja, und wenn dann der Ishak eben in der 66. kommt, ja, vielleicht tut der sich schon ein bisschen leichter, ja, weil der Gegner in der Abwehr schon ein paar Meter drin hat. Ich persönlich habe gestern das Spiel mit meiner Freundin auf der Couch angeschaut und als dann dieser Wechsel zustande kam, Srelak raus, Ishak rein, in ungefähr 65. Minute war meine Freundin hellauf begeistert, weil sie so frühe Wechsel überhaupt nicht mehr gewohnt war. Ja, sie hat gesagt, was ist denn da los? Wir wechseln schon in der 65. Minute. Ja. Wie habt ihr es gesehen? Auch positiv. Das ging auch zu den Leuten neben mir, sagten, oh, der Wechsel aus in der 65. Wahnsinn. Ja. Ja, weil ja jeder eben gewohnt ist, dass der Kölner entweder gar nicht oder sehr spät ausgewechselt hat. Noch dazu meist auch nicht unbedingt richtig, aber das ist ein Thema, das ja jetzt hinter uns liegt. Jetzt hoffen wir, dass es mit den beiden so weiter mal ganz gut läuft, ja, bis zum Ende der Saison, dass wir die Liga halten, das wäre das Allerwichtigste. Und das wird ein harter, schwerer Weg für uns, die 11 Spiele. Ja, ich glaube, ja, 4 Minuten Nachspielzeit, ich meine, hätte Ajax zumindest 9 Minuten gehabt, wenn er in der 85. gekommen wäre. In beiden Durchgängen, die lange Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, die haben wir letztendlich dann der eigenen Nordkurve zu verdanken gehabt, genau. Wegen dieser Tennisbälle-Affäre. Ich denke, brauchen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil das ein Thema ist, da könnten wir jetzt wahrscheinlich 2 Stunden drüber diskutieren, was solche Aktionen sollen. Letztendlich sind wir uns, glaube ich, alle einig, aufgrund der Chancen, die Dortmund hatte, vielleicht ein etwas glücklicher Punkt, aber auf jeden Fall redlich verdient. Ich weiß nicht, ob jemand die Pressekonferenz gesehen hat nach dem Spiel. Ich habe mir die gestern Abend nach dem Spiel nur angetan. Ja, also und dann ist der Dortmunder Trainer gefragt worden, eben nach der Aktion mit den Bällen und mit den Rauchbomben. Und hat er nur gesagt, also ich mich besser gar nicht dazu. Und unser Trainer hat sich dem angeschlossen und das fand ich wirklich richtig. Warum soll man da noch großartig drüber reden? Ich denke auch, dass die Pressekonferenz auch mal angenehm war
verständlich, kurz und knapp. Ja, Fabri hat etwas merkwürdig gewirkt auf mich. Also. Nee, ich meine das ein bisschen anders. Schauen wir nochmal zu unserem Netman. Dominik, hast du was für uns? Also erst einmal gut, dass ihr das Thema Bälle angesprochen habt. Es kam doch der ein oder andere Kommentar zu dem Thema schon mal rein. Gut, dass ihr das jetzt schon mal besprochen habt. Und dann gibt es noch eine interessante Wendung. Und zwar ist angeblich von der Bild Nürnberg als fix gemeldet worden, dass der Chef-Scout Spors vom HSV unser neuer sportlicher Verantwortlicher sein soll. Das könnte natürlich auch wieder ins in die Trainerfrage ein bisschen Brisanz reinbringen. Also die Meldung, dass Interesse da sein soll an dem Herrn Spors aus Hamburg, habe ich heute auch schon gelesen. Mhm. Gut, ob es jetzt fix ist oder nicht, können wir jetzt gerade hier in unserer Live-Sendung nicht beurteilen. Bleiben wir mal jetzt einfach mal bei der Aktualität. Das heißt, momentan ist die noch Schommers-Mintal. Jetzt geht es dann am Samstag nach Düsseldorf. Da werden die beiden ja definitiv nochmal auf der Bank sitzen. Ist es für euch ganz grundsätzlich nach der gestrigen Vorstellung ein Duo, das Zukunft hätte? Oder bleibt ihr auch bei der Meinung, dass es eine Interimslösung sein wird, sein muss, sein sollte? Ich meine, das jetzt nicht überbewerten alles. Also wir haben jetzt ein Spiel gesehen, das war richtig gut und wir waren alle positiv überrascht. Jetzt muss man unter Schommers, sieht es ja auch sehr realistisch. Ich meine, das ist der typische Trainersatz, man denkt von Spiel zu Spiel, aber ihm bleibt ja in dem Sinne auch nichts anderes übrig. Und so machen sie es gut, wenn es so weitergeht natürlich. Jetzt haben wir dann natürlich aber auch wieder ein ganz anderes Spiel in Düsseldorf. Das wird nochmal ganz anders wie jetzt gegen Dortmund. Aber es macht natürlich dem Fan Hoffnung und Mut, so wie wir aufgetreten sind, dass es gegebenenfalls klappen könnte, auch immer wieder mit 3 Punkten. Man dürfte das jetzt alles nicht überbewerten, weil in die Kommentarspalten in den sozialen Medien war natürlich auch wieder zu lesen, und jetzt hauen wir Düsseldorf weg und bla bla, wie dann gleich wieder, oder wir singen Robokal und so weiter. Ne? Ja, also das geht ja bei uns, das geht ja bei uns wie in Köln und woanders relativ schnell. Wenn die Leipzig durchschießen, dann sind wir schon wieder dabei. Das geht ja relativ schnell bei uns. Ne? Und, aber erst schon mal die Kirche im Dorf lassen. Und aber bis zum Saisonende wäre es auf jeden Fall eine Option, weil wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, dann verliert er vielleicht noch 6-7 Mal. Und dann ist er für die zweite Liga auch schon verbrannt. Ist also schon verbrannt. Das ist genau das, was ihr auch sagen wollt. Lasst die zwei den Rest von der Saison machen. Suchen wir unseren Trainer in Ruhe. Ja? Mit Sportvorstand. Weil ich glaube nicht, dass die zwei über die Saison hinaus, es kommt noch zu früh, denke ich mal. Ja? Ja, das ist ja Interimslösung und sollte auch so bleiben. Wenn du jetzt einen neuen Trainer holst und wir steigen doch sang- und klanglos ab, dann ist dieser Mann verbrannt. Ja, dann kannst du ja auch wieder jemand Neues suchen. Ja. Und im Moment schaut es doch ganz ordentlich aus. Und das Duo lässt so spielen, wie wir spielen können. Und dann muss man sehen, was möglich ist. Liegt die große Gefahr in Bezug auf Samstag vielleicht wirklich darin, dass jetzt im Umfeld schon dieser Anspruch nach dem 0-0 gegen Dortmund schon wieder da ist, dass gegen Düsseldorf quasi ein Dreier die absolute Selbstverständlichkeit ist? Ganz genau so ist es. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Wir kennen doch den Club und die Klubberer. Ja, das war jetzt ein 0-0, mehr war es im Endeffekt nicht. Das war für uns alle toll klar, nach dem, was wir in der nächsten oder in der vorherigen Vergangenheit erlebt haben, war das gestern eine Riesenleistung. Aber jetzt warten wir mal die nächsten 3-4 Spiele ab und dann können wir uns auch nochmal über die Interimslösung unterhalten oder ob es nicht vielleicht besser wäre, doch langsam jemanden ranzuholen. Ich denke, es ist eine gute Lösung für den Moment. Und wie es die nächsten 3-4 Spiele ausschaut, das können wir uns dann nochmal drüber unterhalten, wenn es soweit ist. Das Düsseldorf-Spiel wird ein ganz anderes Spiel. Ja? Die machen auch nicht unbedingt das Spiel. Das heißt, du musst auch irgendwo was bringen und dann schaut es wieder ganz, ganz anders aus. Ja, also da müssen sie sich jetzt beweisen, da werden sie sich auch irgendwo das Spiel noch. Ja, und falls wir jetzt wirklich einen neuen Sportvorstand haben, na gut, werden wir sehen, wie er sich äußert. Er wird dann letztendlich auch die Entscheidung treffen, wer auf der Trainerbank Platz nehmen wird. Mhm. Dominik hat jetzt eben diesen Namen Spors vom HSV reingeworfen. Bisher waren ja viele andere Namen im Gespräch, so in den Nürnberger Gazetten. Da war unter anderem von einem Christian Möggel zu lesen, der schon der Chefscout bei uns war. Das war Pelle Nilsson im Gespräch, der momentan in Leipzig eine ähnliche Rolle ausfüllt, wenn auch nicht ganz in der allerersten Reihe. Heute habe ich gelesen, dass sich Felix Magath selber in Position bringt. Ja. Dominik, ich weiß nicht, vielleicht hast du noch mal ganz kurz Info. Können wir das irgendwie bestätigen, dass diese Personalie schon ad acta gelegt ist? Oder? Also wie gesagt, ich kann nur sagen, dass die Meldung reingekommen ist, dass Bild Nürnberg diesen Wechsel oder als fix angesehen hat. Also die haben das bestätigt quasi. Inwieweit das stimmt, kann ich jetzt von meiner Position aus nicht beurteilen, aber auf jeden Fall scheint das so zu sein. Und wie gesagt, hier ist aber auch noch in den Kommentaren festzustellen, dass sehr, sehr viele die Lösung Schommers-Mintal auch gerne noch ein bisschen länger sehen würden. Über die Saison hinaus?
zumindest mal bis zum Ende der Saison. Ja. Okay, aber ich denke, da waren wir uns auch wirklich alle einig, dass das bis zum Ende der Saison die beste Lösung wäre. Ja. Was dann am Ende rauskommt, ob es für den Klassenerhalt langt oder ob ein Neuaufbau in der zweiten Liga gestartet werden muss, das ist jetzt noch nicht absehbar, das werden die nächsten Wochen zeigen. Personalie Spors, irgendeine von euch bekannt? Ich habe heute nur kurz was gelesen bei, glaube Bild Nürnberg oder wo es halt war, dass er, ich glaube, Jugendkoordinator, nee Quatsch, dass er Kaderplanung gemacht hat beim HSV. Jetzt kann man darüber denken, was man will, über den HSV. Also ich habe eine Aussage von Magath gelesen, der gesagt hat, wenn der Club anruft, ist er da. Nee, es geht jetzt um Spors. Naja. Um Spors. Ja. Und er hat die Kaderplanung beim HSV gemacht, das ist wohl seine Reputation. Ja, ist auch noch relativ jung, glaube ich. Ja, aber wie gesagt. Ja, schauen wir mal, was der HSV das letzte Jahr gemacht hat. Vorverurteilen. Kannst, ja gut, der HSV war ja auch abhängig von Kühne. Ja, und dann musst du halt auch sehen, was ist möglich und was nicht. Ja, und in dem Rahmen haben sie bewegt. Die Frage ist auch, seit wann ist er beim HSV im Amt? Also für wie viel Kader war er denn schon verantwortlich? Sind genug Namen auch kursiert. Ja, das ist ja immer so bei solchen Gelegenheiten, dass dann 1000 Namen ins Rennen geschmissen werden, wenn man einen Trainer braucht, kommt als erstes der Lothar Matthäus. Ja, der kommt immer ins Gespräch, obwohl es absoluter Schwachsinn ist. Der hat sich mehrmals geäußert, so was die Rennen immer machen. Er ist da raus aus dem Geschäft, das ist in Ordnung. Aber bei uns sind ja unter anderem auch der Herr Möckel als Vorstand gehandelt worden. Und da schwillt mir dann ganz dicke einiges an. Also das geht ja wohl überhaupt nicht. Also was ich in meinen Freundesbekanntenkreis und auch in den sozialen Medien gelesen habe, die meisten, alle gesagt, wenn Möckel kommt, kündigen wir unsere Mitgliedschaft und gehen unser Kettler ab. Ja, weil Möckel ich gehe aber dann nicht abgeben, weil dann verliere ich mein Stimmrecht. Ja, ist mit dem Namen Bader halt 1:1. Und das ist noch eine Geschichte, was der Clubfan noch ganz tief drin hat und das meiner Meinung nach auch zu Recht. Hallo, ja, die haben uns in Grund und Boden gewirtschaftet und jetzt käme der als Vorstand zum Club zurück. Das ist der absolute Humbug. Kannst du nicht verkaufen, dem Fan. Unmöglich. Und ob er die Aufgabe überhaupt erfüllen kann, mal dahingestellt. Ja, das weiß man beim Herrn Spors, wenn er es denn wird, auch nicht. Ob er die Erfahrung hat, jetzt hat er ein anderes Aufgabengebiet bis dato gehabt. Und ich sage mal, Vorstand Sport ist ja wieder was anderes. Ja? Beziehungen, Kontakte, ja? Mit Sicherheit wird er das haben, wenn er Kaderplanung involviert war. Aber es geht halt noch darüber hinaus. Michel, Herr Spors wäre jetzt einer, der uns allen relativ unbekannt ist. Welche Lösung wäre dir grundsätzlich lieber? Findest du das ganz gut, wenn so ein Externer kommt, der komplett unbefleckt ist? Oder hättest du eigentlich lieber eine Lösung, einfach nur mal um Namen in den Raum zu werfen, was da so genannt wurde, eben Pelle Nilsson, Galasek, Schäfer, das sind dann eben so die Namen der ehemaligen, die immer wieder von diversen Zeitungen ins Spiel gebracht werden. Wäre dir die Lösung eigentlich lieber, dass du sagst, der hat schon Stallgeruch und weiß, wie der Verein von den Strukturen her funktioniert? Also ich muss schon sagen, dass ich jetzt von Möckel auch nicht wirklich angetan gewesen wäre, wenn es denn so gekommen wäre. Man muss natürlich dazu sagen, dass er uns viele Spieler gescoutet hat, die uns auch weitergeholfen haben. Das muss man ihm zugute halten. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die viel Geld gekostet haben, über unsere Verhältnisse. Ja. Sagt kein Mensch. Dann ist es relativ einfach, solche Spieler zu holen. Weil man da jetzt aber auch wieder einwerfen müsste, dass Möckel die Spieler gescoutet hat, aber sicherlich nicht die Gehälter, die im Vertrag standen, ausgehandelt hat. Na gut, das hat Bader gemacht. Das war Baders Vorstellung. Das ist seine Vorstellung gewesen. Aber er hat ja auch so Markreiter, Burgsteller und so weiter. Also da hat er uns schon Gottes Willen. Einige. Ja. Aber jetzt einmal ohne auf die Personalie Möckel weiter einzugehen, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Es ist jetzt ein bisschen so, ich kann zu dem Herrn Spors eigentlich überhaupt nichts sagen. Ich habe auch bloß die Meldung heute kurz überflogen, dass der halt im Gespräch sein soll. Obwohl ich mir schon eher wegen so einen älteren Hautigen gewünscht hätte, jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Felix Magath. Aber er verfügt halt schon, oder er würde, denke ich, schon über gutes Netzwerk verfügen. Das ist ja heutzutage in meinen Augen das A und O, dass du halt gut vernetzt bist und halt auch dementsprechend Spieler und Scouts und so weiter an Land ziehen kannst. Also ich denke, wir sollten weggehen von dem mit Stallgeruch und Namen, die schon mal beim Club waren. Der Mann muss was können. Ja. Um das geht's doch. Ja? Den Bremer Weg müssen wir nicht unbedingt machen, dass wir immer nur Ex-Spieler, was weiß ich. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir vielleicht Ex-Spieler mit im Verein mit einbinden sollten. Ja? Bei vielen Möglichkeiten. Aber Vorstand Sport sollte in erster Linie mal was können. Ja? Sollte, wie du sagst,
Das Netzwerk muss aber nicht unbedingt der Externe sein, das kann ja auch einer aus unserem Umfeld sein, der Steigeduch an sich hat, einer eignet dazu, der gut genug ist. Gottes Willen, ja, lieben kann man gern. Galasek zum Beispiel da gut vorstellen oder auch an Martin Triller. Ich hätte den Nilsson nicht einmal so unschuldig gefunden. Ja, der Nilsson die war kein Thema. Jetzt, wo der Rangnick ja Trainer ist, letztendlich derjenige, der die Aufgabe ausgefüllt hat, seit weiß nicht, ein Jahr oder eineinhalb oder so. Von daher kennt er das Metier schon. Und ich sag mal, in Sachen Nachwuchs und Talente, ist er beim Rangnick immer, ja, waren sie ja ganz gut in Hoffenheim. Von daher, ja, also ich hätte in Pelle Nielsen ganz gern gesehen. Bestimmt schon mal könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Würde mir auch gefallen. Na, dann lasst uns mal kurz reinhören, was wir sind. Wir sind nicht der Verein, der es bestimmt. Facebook sagen. Ja, also ich würde jetzt mal Pelle Nielsen noch nicht ausschließen, weil es ist ja noch nicht wasserfest, dass wirklich Sport jetzt da ist. Es ist, wie gesagt, noch ein Gerücht, was sich jetzt ein bisschen verdichtet, aber genau das kann man da noch nicht sagen. Aber wenn wir schon mal beim Thema Sportdirektor sind, würde ich gerne nochmal eine Personalie ansprechen, die hier sehr oft auch jetzt gekommen ist. Und zwar Javier Pinola. Der hat sich ja öffentlich geäußert über Herr Bornemann, dass der auf Nachrichten nicht geantwortet hat und der sich auch angeboten hat, wieder beim Club zu spielen. Und da wollen die Zuschauer auch mal wissen, was ihr zum Thema Pinola sagt. In Bezug auf? Was ist um Pinola? Den Sportverstand. Ja. Nee, es Es war letztens in den Medien, dass oder Sport 1 hat darüber berichtet, einen Artikel geschrieben, dass halt Pinola sich geäußert hat dazu, dass er Bornemann bestimmt 100 Mal, also laut seiner eigenen Aussage, 100 Mal sehr, sehr oft seine Hilfe angeboten hat, sich gesagt hat, er möchte wieder zurück nach Nürnberg und keine Antwort bekommen hat, obwohl ihm Bornemann vorher wohl auch zugesichert haben muss, dass er auf ihn zurückkommen wird, was er aber dann letzten Endes nicht getan hat und was in meinen Augen ein Fehler ist, weil du brauchst gerade, wenn es um so Vereinsikonen geht, was der Pinola ja ist, Pokalsieger 2007 ausgestiegen und so weiter, beim Verein geblieben, dann letzten Endes von Bader nicht mehr berücksichtigt worden, wissen wir ja alle. Und erfolgreich war er in Argentinien jetzt. Und jetzt in der Argentinien sehr, sehr erfolgreich war mit River Plate. Das muss man ja auch sehen. Und zwar von Anfang an war er am Platz gestanden. Also solche Leute brauchst du meiner Meinung nach. Auch ein Dave Buldhuis hat sich dem Verein angeboten. Ich bin mit Buldhuis noch in Kontakt. Und der hat auch sich angeboten und hat auch keinerlei Antworten. Ist aber jetzt nicht vergleichbar. Ja, trotzdem. Ich denke, Pinola wieder im Verein einbinden, das wäre was, wo jeder Clubfan sofort ja hellau schreit und sagt, super, auf jeden Fall. Die Frage, ob er jetzt für den Sportvorstand geeignet wäre, da stellen sich mir jetzt schon diverse Fragezeichen, weil wo soll diese Qualifikation jetzt herkommen? Er ist nach wie vor voll im Profigeschäft. Er hat ja geschrieben, dass er sich anbietet als Spieler und dann als Scout in Sachen Argentinien. Richtig. Ja? Ja. Und nicht als Sportvorstand. Also das kommt ja gar nicht von ihm. Von daher, das wäre auch nicht zeitig. Ich denke, das wollen die Leute auch gar nicht so sehr jetzt wissen, sondern generell Bornemann, Pinola, wie das Ganze so gelaufen ist. Also ihn wieder hier in Nürnberg sehen, in welcher Position auch immer, gerne zum Beispiel auch im Jugendbereich, könnte ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall. Ich denke, da wäre jeder Clubfan begeistert. Ja, aber es ist klar, Pino kommt definitiv wieder zurück. Der hat sein Haus in Fischbach, glaube ich. Bei uns in Fischbach sein Haus. Also der will, hat auch geschrieben, er spricht, sagt seiner Frau jeden Tag, dass er wieder auf Nürnberg geht. Wenn, Gut, dann sind wir im Prinzip für heute wieder durch. Wir haben alles Wichtige besprochen. Wir müssen uns jetzt selber mal überraschen lassen, was bei der Personalie Sports noch rauskommt oder nicht rauskommt. Schalten wir letztes Mal zum Dominik, ob vielleicht doch noch irgendwelche Fragen oder wichtigen Kommentare da sind. Ja, ich glaube, ihr habt eigentlich ziemlich alles besprochen heute. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch für eure ganzen Kommentare. Die Gewinner zum einen vom Buch und vom Valentini-Trikot, die werden wir selbstverständlich nach der Sendung auf Facebook für euch, wir werden euch Bescheid sagen, wer gewonnen hat. Und wie gesagt, ihr könnt euch ja auf der Facebook-Seite mal ein bisschen umschauen. Wir haben viele Videos, FanTV, wie gesagt, da könnt ihr uns immer noch gerne Videos schicken zu. Drum, ja, würde ich mal sagen, danke für die schöne Runde heute. Vielleicht nochmal kurz zu euch rüber. Ja, wir sind soweit auch durch. Wir können uns im Prinzip auch bloß bei den Zuschauern bedanken. Nochmal der kurze Hinweis, schickt uns eine kurze Videobotschaft mit einer kleinen kurzen Bewerbung, warum ihr unbedingt hier mal dabei sein solltet, dabei sein wollt. Dann könnt ihr vielleicht auch mal auf dem Sessel zu meiner Linken Platz nehmen. Und dann wünschen wir euch heute noch einen schönen Abend beim Champions League schauen mit Liverpool gegen der FC Bayern, der ein richtiger Kracher auf dem Programm. Und wir freuen uns dann auf die nächste und damit dritte Ausgabe vom CEF Fan Talk. Wir hoffen, dass ihr dann wieder einschaltet und wünschen euch einen schönen Abend. Danke. Servus.